Also zuerst, der Trecker läuft 20 Stundenkilometer, sehr langsam. Und da bekomme ich das, die Leute mit. Sie winken oder ich schaue die Gegend an, ich habe Zeit, alles anzuschauen. Das ist für mich wichtig. Und der Kontakt mit den Menschen, das ist mir wichtig. Ich war, jetzt weiß ich die Stadt nicht mehr, da wollte ich schlafen. Und da war die Freiwillige Feuerwehr. Und die haben sich so gefreut, die haben mich eingeladen zum Duschen. Ich konnte mich duschen, ich konnte mich rasieren. Das war super, das ist einfach schön. Und das ist das, was man mit dem Traktor erfährt. Die Menschen, die Begegnung mit den Menschen, das ist mir wichtig. Also zuerst wollten sie mich nicht durchlassen. Und dann haben sie telefoniert. 6 Stunden habe ich gebraucht. Alle Dokumente, weil die Fan-ID-Karte ist ja das Visa. Und die an der Grenze wussten das wahrscheinlich noch gar nicht, dass da jemand kommt mit dem Traktor. Das war das Problem, ja. Und dann nach 6 Stunden auf einmal sagen sie, sie haben für mich eine gute Nachricht. Ich darf mit dem Bulldog durchfahren. Ja. Gut. Okay. Meine Etappe. Ja. Okay, wechseln. Das ist mein Home. Jetzt. Das ist Ihre Platz. Ah. Gell? Gell? Ja. Und das Interessante ist,